Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder zurück. Meine Frau hat gerade angeleitet, die liest auch gerade nebenbei vor. Wir haben das jetzt schon hier so festgemacht an diesem Schlauch. Und das müssen wir jetzt hier irgendwie befestigen, denke ich mal. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal noch ein bisschen weiter, weil Mikrofonqualität ist sowieso nicht so toll und ich mache dann in unregelmäßigen Abständen hier mal so ein paar Videos. So. Nach dem Lesen der Anleitung, die sehr widersprüchlich teilweise ist, habe ich jetzt erstmal den Schlauch hier rangemacht an meine Türklinke. Mit dem, was von der Verpackung halt ist, dass er erstmal so ein bisschen raus zeigt. Das mache ich gleich noch ein bisschen weiter. Ich habe das nur ein bisschen vorgemacht, dass man hier noch ein bisschen was sehen kann. Wir haben jetzt den Schlauch hier unten rauf gemacht. Steht auch in der Anleitung. Hier unten haben wir denn da das Abflussventil. Das ist hier ganz unten. Das mal, ich mach mal so, dann könnt ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen. So. Für Kondensat. Da ist so ein Plastikschlauch mit bei, der raufpasst. Den haben wir aber jetzt abgelassen. Wir rollen das dann einfach alle paar Tage in eine Badezimmer. Und dann machen wir das ablaufen lassen irgendwie. Oder Balkon. Balkon ist auch gut, genau. Und da haben wir dann nochmal so ein Rädchen. Hier ist ein Gitter. Aber da sieht es auch teilweise. Das Gitter ist der Luftfilter, habe ich doch gesagt. Ja. Seht ihr das? Hier sieht es so ein bisschen eingedrückt aus. Ich weiß nicht, ob das so sein muss. Und da oben ist auch so eine Schraube. Und wir haben hier drei Stufen. Meine Frau hat mir alles vorgelesen. Ich muss erstmal hier wieder rein machen. Moment. So. Wir haben drei Stufen, die wir machen können. Moment. Moment. Ich muss mal kurz einen Cut machen, damit ich das Ding wieder festkriege. So, da bin ich auch wieder zurück. Wir haben drei Betriebsarten. Kühlung, Entfeuchtung und, was war das andere? Ventilation. Und Ventilation. Und das kann man, ich mach mal so, dann könnt ihr das Gerät jetzt vielleicht so ein bisschen besser sehen. So, hier haben wir an und aus, hatte ich euch erklärt, plus, minus und hier stehen dann die Modis. Day, Fan, Cool. Also Cool für Kühlung, Fan ist Ventilation und Dry ist, was? Dry ist Entfeuchtung. So, hier haben wir den Mod, den können wir dann damit hin und her schalten und hier die Temperatur plus minus, dass wir hier einstellen, welche Temperatur wir haben wollen. Wir müssen vorher die Gitter hier aufmachen. Hat meine Frau vorgelesen und dann testen wir das jetzt einfach mal. 17, oh, ist kalt. Oh, das ist kalt. Kommt hier richtig eiskalt raus. Machen wir mal, also kälter als 17 Grad geht nicht. Ja, jetzt müssen wir den noch halt wieder ranstellen. So. Oh, da seht ihr das. Da pustet da auch die warme Luft weg. Mein Problem ist jetzt, da ich keinen Airlock habe, pustet der die zwar weg, aber unten kommt sie teilweise, denke ich mal, wieder rein. Man merkt jetzt zwar nicht was großartig, aber das ist jetzt keine Dauerlösung. Das ist jetzt erstmal nur so pro forma, bis der Airlock 1000 da ist. Aber es wird schon angenehmer, oder? Also man merkt spürbar gleich, dass es angenehmer wird. Muss ich jetzt echt mal so sagen. Jetzt wird es da ein bisschen knapp mit meinem Platz. Aber das kriegen wir, denke ich mal, auch hin irgendwie. Ich will das ja, den Airlock eigentlich dann an das Fenster anklappen und dann von der Seite rin machen. Aber mein Fenster geht nicht so weit auf. Werde ich wahrscheinlich dann doch so machen müssen, dass der dann hier so irgendwo so rangeht, dass das Fenster aufsteht und dass er dann hier so weiter stehen bleibt und dass das Abluftding dann da oben irgendwo rankommt oder unten zum Rausgehen und fertig ist. So, das soll es jetzt erstmal gewesen sein zu meinem Unboxing und zu meinem Hardware-Video. Wir haben das jetzt erstmal angeschlossen. Es ist hier schweineheiß. Es ist wirklich schweineheiß. Ich guck mal, ist der auch auf kühl? Ja, der ist auf cool. Fan 27. Also 27 Grad habe ich jetzt hier drin, das kann ich euch mal zeigen. Weil bei der Kühlung, so, bei Fan zeigt er an, wie viel Grad das hier im Raum sind. Ist Grad von 28 auf 27 umgestiegen. Kann hier nicht Plus und Minus drücken. Und bei Dry, bei Entfeuchten, ist genau das gleiche. Jetzt wird er ruhiger.
Jetzt entfeuchtet da und wenn ich jetzt Mod drücke, 17 Grad und dann kann ich halt hochgehen bis 30 Grad. Also ich merke nicht, dass die Luft großartig wärmer, na doch, ein bisschen wärmer ist sie. Aber jetzt nicht so warm wie draußen. Aber wir machen halt runter. 17 Grad. So, wir wollen den Raum nämlich auf 17 Grad abkühlen, weil bei 30, der hat irgendwie so einen inneren Sensor. Kann man aussuchen, wie weit der runterregelt und dann sollte er wohl alleine aussehen oder so. Ich bin mal gespannt. Das werde ich dann nachher mal mit 25 Grad testen. Oder 23 Grad jetzt erstmal laufen lassen. Ich werde demnächst, wenn ich den Airlock habe, nochmal ein Video machen und zeige euch, wie ich den angeschlossen habe mit dem Airlock. Und ich werde dann nochmal ein Fazitvideo logischerweise machen, wie er jetzt nun ist. Ich habe bezahlt mit Airlock 1.226 Euro oder so. Ich weiß es nicht genau. Achso, ich habe hab Amazon noch offen. 229,95. Also kann ich euch auch zeigen. So. Da seht ihr das. Sieht man's? Das habe ich bezahlt. So, dann mache ich jetzt hier aber auch einen Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Entschuldigung, wenn es jetzt ein bisschen verplant ist. Es ist einfach nur barbarisch heiß. Draußen sind es über 30 Grad. Ich war die ganze Zeit unterwegs. Ich gucke gerade mal, was meine Wetter-App sagt. 31 Grad, 31,5 Grad, um genau zu sein. Ich gehe hier ein. Ich hoffe, es wird jetzt was besser mit der Klimalösung hier. Abwarten, Tee trinken. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.